Hallo, 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 weiter geht's mit dem richtig geilen Game im Wald und ein Hund, der gerne in die Ecke pisst. Richtig geil. Er gönnt sich erstmal und legt sich hin. Läuft richtig. Leute, willkommen, weiter geht's mit dem Blair Witch Game. Ja, ich hoffe, das ist der richtige Speicherpunkt, weil ich gerade ein bisschen weiterspielen musste. Weil der speichert automatisch. Das ging scheinbar nicht. Egal, weiter geht es. Lasst uns diesen gruseligen Wald weiterhin erforschen. Ich bin gespannt, was es Tolles hier noch zu entdecken gibt. Am besten Horror. Also die Puppe und gerade die Musik und das Feeling hat mich schon ein bisschen bekommen. Ne? Das hat mich schon leicht abgeholt. Fast schon getriggert. Ich hoffe, es geht so großartig weiter bei dem Game. Schön den Sound aufdrehen und die Atmosphäre einsaugen. Was hast du gefunden? Eine Bärenfalle? Oh Gott, das Bild, er steckt erstmal seinen Kopf rein. Lauf da nicht, geh weg. Ich denke, Poachers würden zu schade, zu arbeiten in diesen Parts. Steck bitte deinen Kopf nicht rein, weil dann war es das mit dir. Ja. Und durch den Neustart vom Game läuft es jetzt flüssiger. Scheinbar ist der V-Sync jetzt aus. Das gefällt mir. Ich hoffe, im Video kommt es auch ein bisschen flüssiger rüber. Sonst... Wo ist denn was? Alter, die Büsche sehen halt immer aus wie Menschen. Oder irgendwelche Viecher, die mich aufessen wollen. Vielleicht sogar noch vergewaltigen. Ich weiß es nicht. Aber man kann sich wieder sehr, sehr leicht verlaufen. Okay, das ist ein Baumstamm. Jetzt sind wir wieder beim Zelt? Nee, oder? How did we end up back here? Hast du gerade genießt? Ist das dein Ernst? Ich erschrecke mich hier fast des Todes und du hast genießt? Nicht sein Ernst. Looks damaged, but relatively new. Probably not something a 9-year-old could set up. Egal, wo wir lang gehen, wir landen immer wieder beim Zelt. Ich werde mal jetzt kurz voransprinten. Wir sind ja gerade ausgelaufen. Wir werden jetzt mal hier rechts oder links gehen. Wir müssen uns daran erinnern, dass hier gerade eben, natürlich jetzt nicht zu viel sprinten, falls irgendein Viech kommt und uns aufessen will oder irgendwas anderes mit uns machen möchte, deswegen lieber Ausdauer sparen. So. Und zwar hier hinten da hing ja die erste Puppe. Oder selbstgebaut Astteil. Jetzt gehen wir einfach mal. Da war die Bärenfalle. Ich gehe mal hier lang, bei dem Reifen, da wo der Müll gesammelt hat. Also unser Kollege schon. Hier ist wieder Müll. I hate when people do that. Schon mal der gleiche Müll wie beim letzten Part, er lag da scheinbar noch. Aber er sammelt gerne Müll. Alles gleichchen. Ist da oben was? Also er guckt nach oben. Was ist denn da? Moment. Such. Und bitte nicht niesen. Ja, such ruhig. Der meldet sich ja, wenn er das gefunden hat. In der Zeit gehen wir weiter. Heieiei. Gruselige Musik beginnt. Das bedeutet, ich glaube, wir sind richtig. Was ist das? Ein Stein? Ein Ast. Okay, es hat sich angehört, als wäre nicht nur einer aus dem Wasser gekommen, sondern 12 Menschen. Hier ist scheinbar nichts. Wo ist unser Hund wieder hin? Ich habe keine Ahnung. Wir wissen ja, ohne ihn sind wir aufgeschmissen. Ohne unseren Hundi. Und wir drehen am Teller. Und keine Ahnung, rasten aber völlig aus. Steht der da hinten noch oder was? Ich rufe ihn mal. Ach, da hinten ist er irgendwo. Hab vielleicht was gefunden. Wir werden mal kurz zu unserem Hundi gehen. Hundi? Hundi? Da kommt er doch. Hallo, hast du was gefunden, Bro? Ja, was denn? Zeig doch mal! Ja, zeig doch mal! Ich kann irgendwie ihm noch keine Leckerli geben. Ist das ein Ast? Ich sag grad, das sah aus wie so eine Kettensäge oder sowas. Genau wie das. Eieieiei.
Lass mich raten, wir sind gleich wieder am Zelt. Bitte nicht. Hier geht's hoch. Das ist ein Plan, oder? Hier hoch zu gehen. Das ist ein richtig guter Plan. Denkt daran, wir müssen immer noch einen Jungen suchen. Wir haben die Cap. Haben wir ja schon. Diesen Tüppel gefunden. Die Fährte wurde aufgenommen. Aber irgendwie. Eine Bärenfalle. Irgendwelche Puppen. Schnitzereien. Mysteriöse Sachen. Eine eklige Felstextur. Es ist alles von. Oh, hier geht's wieder zum Zelt. Da ist das Zelt wieder. Oh, nervig. Ich geh nochmal zurück. Und geh hier mal nicht hoch. Und hier gerade auch weiter. Es kann natürlich auch sein, dass wir wirklich irgendwas übersehen. Und wirklich wir auch zum Zelt müssen. Und dass einfach im Zelt irgendwas nicht passt. Dass da der Hinweis versteckt ist. Und wir jedes Mal wieder hingeführt werden. Und dass einfach alle Wege immer zum Zelt führen. Das könnte auch sein. Wenn wir uns später mal angucken. Aber es sieht halt einfach alles gleich aus, weil es so dunkel ist. Das ist ein Problem. Den Tümpel waren wir doch schon, oder? Wir gehen wieder zurück. Ja, wir gehen wieder zurück, glaube ich. Jetzt habe ich mich komplett verlaufen. Wir gehen mal hier lang. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Ich hoffe es. Ich hoffe es zumindest. Das Zelt. Ich sehe das Zelt schon wieder. Aber ist das gleiche? Ja, okay. Es sieht auch schon ziemlich gruselig. Ui. War das vorher auch schon? FM 2176. Ja. Field manual. Great. First it's witches and curses. Now what? A commando? Was hast du da gefunden? Was ist das? Freeze-dried ice cream, huh? I just used to love these. She was so bummed when I told her that I didn't actually eat them in space. Das haben wir letzten paar aber auch schon gefunden. No, there's still some leftovers inside. Maybe a few days old. Also entweder er sieht die ganze Zeit was, ne? Und irgendwie es ist die ganze Zeit oben. Haben wir was übersehen oder irgendein Weg? Ist doch der richtige. Ich glaube, hier geht es ja allgemein wieder zurück. Da kamen wir allgemein her. Da oben waren wir auch schon. Rechts, links, ja. Ich gehe nochmal die Richtung, weil der einzige Anhaltspunkt, den wir hatten, war halt einfach immer diese Schnitzerei, die da hing. Die wir zerstört haben, die Puppe. Und dieses Hexenteil oder Hexenzauberwahn. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war das das Einzige, deswegen werden wir da nochmal gucken. Da muss es doch irgendwo weitergehen. Das kann doch nicht sein. Wir können euch nicht verzweifeln. Gibt's doch gar nicht. So, hier hing das. Sind wir hier auch lang gegangen, genau. Okay. Vielleicht bei der Bärenfalle lang? Das ist so ein... Wo war die denn? Hier irgendwo, ne? Ich sehe nichts. Es ist einfach zu dunkel. Ich lasse nochmal unseren Bullet, genau. Wo ist er denn? Wo bist du, Bullet? Da. Such bitte nochmal. Such, Junge, such den Scheiß. Ich brauche irgendwelche Hinweise, ich komme nicht weiter. Also such mal hier. Im Wasser? Als ob. Nichts? Scheiße. Hier vielleicht hoch? Wir versuchen es mal. Wer weiß? Das Zelt? Das sieht nach dem Weg aus, der wieder zum Zelt führt. Ich glaube, es führt auch wieder zum Zelt. Doch, es führt wieder zum Zelt. Wir sind jetzt hier oben. Ah, ich weiß, wo wir sind, glaube ich. Hier waren wir auch schon mal. Das ist auch falsch.
Mysterious. Ich finde gerade nicht mal mehr die Bärenfalle. War die da hinten irgendwo? Hier war die Bärenfalle, okay. Und hier ist ja auch Blut, sehe ich gerade. Ist das Blut? Natürlich ist das Blut. Komm mal her, Bullet. Such mal hier bitte. Ich meine, hier ist Blut. Du musst, nimm die Fährte auf und such. Nichts, da ist doch komplett überall Blut und alles. Also manchmal versteht den Hund nicht, ne, was der für Geräusche macht. Gerade eben als würde er sterben, aber es war halt scheinbar nichts. Vielleicht doch irgendwo wieder im Wasser versteckt? Im Baumstamm? Such bitte nochmal. Nothing. Natürlich durch das Wasser sind halt die Spuren alle im Arsch. Und dieses Niesen. Mann, er schreckt sich jetzt mal voller Elle. Ich meine, das ist so ein Gruselwald, der niest hier durch die Gegend. Hör doch mal auf. Vielleicht hier im Wasser? Ich habe doch keine Ahnung. Ich schaue mich hier weiter um, weil hier war die Bärenfalle. Es ergibt für mich irgendwie nur Sinn, dass es hier irgendwo ist. Aber wenn der Hund nicht mehr was findet, da geht es wieder hoch. Aber da sind wir schon hochgelaufen, da ging es wieder zurück. Meine ich zumindest. Hier war eine Brücke, da hätten wir auch schon mal irgendwie eine Brücke oder irgend so einen Scheiß. Ich nicht mal hier vorbeigehen kann, diesen komischen Ästen. Mann. Hier ist doch noch mehr. Hier ist doch die Bärenfalle. Vielleicht sollte ich reinlaufen und einfach nur sterben, damit das Spiel vorbei ist. Was ist denn jetzt verkehrt hier? Ich meine, hier ist eine Spur. Blut. Hier ist ein Seil. Vielleicht dem Seil irgendwie folgen? Aber es geht halt hier, endet hier irgendwie unter dem Gestrüpp und wo führt das hin? Zum Baum hier? Ich habe keine Ahnung. Man kennt es halt auch nicht. Zu dunkel. Dann gucken wir doch mal hier, welcher Weg uns wieder zum Zelt führt. Nämlich dieser hier. Habe ich irgendwas übersehen vielleicht? Wo ist denn hier mein Menü? Vielleicht muss ich funken? Alistair Base. Alistair Base, do you copy? We must be out of range. Telefonieren? No reception. Maybe it's for the best. I don't think Jess should hear me like this. Vielleicht die Kamera muss ich benutzen oder so? Mal das Video gucken. Also das Video. So, das Video war dieser Polizeiwagen, den er benutzt hat. Die Frage ist, wo hat er den Wagen benutzt? Beim Zelt, ne? Ne, da ist ein... Doch, neben dem Essen. Ich habe doch ganz am Anfang schon geschaut. Und ich habe ihn nicht gefunden. Also, ein Hinweis dazu. Wir schauen nochmal kurz. Wir sind ja gerade am Zelt, ne? Und wie gesagt, es führt ja alles im Zelt. Also hier irgendwo neben, hier ist das Feuer, hier hat er irgendwo gespielt. So, Bullet. Bullet guckt immer nach oben. Ja, chill dich erstmal wieder hin. Also, das ist jetzt interessant. Wo hat er das? Ist das Ganze jetzt hier versteckt?
gucken nochmal unter dem Video. Also muss ja irgendeine Antwort geben, Leute. Aber wir können hinterher spulen, wissen wir ja auch Bescheid. Okay, er nimmt den. Er nimmt den. Und zeigt in diese Richtung mit dem Polizeiwagen. Müssen wir durch die Kamera irgendwas machen? Vielleicht? Ist das vielleicht jetzt das Rätselslösung, dass wir mit der Kamera irgendwas finden müssen? Ist das der Trick? Trick 17, aber ich kann jetzt gerade eben nichts anderes machen, also kein Taschenlampe benutzen. Jetzt sehe ich ja gar nichts mehr. Ja. Hier hing die Puppe. So. Mit der Kamera bewegt das auch nichts. Ich check's gerade nicht. Ich muss ehrlich zugeben, ich check's gerade nicht, was ich machen muss. Dann geht denn hier mal Licht an. Wo ist denn die Bärenfalle? Vielleicht muss ich da irgendwie einen Hinweis. Ich nehme mal kurz die Taschenlampe und versuche mir jetzt ein bisschen zu orientieren. So, war denn jetzt diese komische Bärenfalle mit dem Blut? Vielleicht fängt die Kamera irgendwas ein, was ich nicht sehen kann? Ich weiß es doch nicht, Leute. Ich weiß es doch nicht. Hier, so. Nichts. Unser Hundi guckt wieder nach oben. Ich hoffe, ich brauche keine Batterien hier wie bei Outlast. Das wäre ziemlich doof. Hat es doch irgendwas mit dem Baum zu tun? Und ich sehe das mit... Ich glaube, wir laufen. Vielleicht hast du was mit dem Baum zu tun und wir sehen das nur im Dunkeln oder durch die Kamera? Der Hinweis. So. Also. Er sitzt neben dem Lagerfeuer. Das brennt. Da ist das Essen. Er hat seinen Polizeiwagen in der Hand. Bitte was? Jetzt ist er plötzlich da, der Wagen? Jetzt haben wir durch das Video quasi den Polizeiwagen hergerufen. Sehe ich das richtig? Okay. Dann soll er mal dran riechen. Ich bin total verwirrt gerade hier von dem ganzen Game. You do great on the force if you weren't so stubborn.
Dann such mal. Die Frage, muss ich jetzt die Kamera halten oder muss ich tatsächlich jetzt die ganze Zeit mit der Taschenlampe durchgehen? Ich glaube, das hätten wir gleich zum Anfang machen sollen und hätten gar nicht rumlaufen müssen. Meine Fresse, sind wir doof. Nicht so schnell. Bleiben Sie ruhig. Ich hoffe, man erkennt überhaupt irgendetwas. Aber zumindest hat Bullet die Fährte aufgenommen. Und ich sage, Leute, bevor es jetzt hier weitergeht und wir einfach nur, ne? Einfach nur ausrasten und gleich komplett eskalieren, werde ich diesen Part beenden. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, würde mich freuen. Und dann aktiviert die Glocke für mehr Videos. Sorry, ich habe den Hinweis so nicht gefunden. Ich habe es jetzt gecheckt, jetzt ging's. Vorher leider nicht. Egal, jetzt wissen wir, wie es weitergeht. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, würde mich freuen. Seid ein Haufen super nicer Boys. Bis zum nächsten Mal. Glocke. Bis dann. Tschüssi.